Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motorenzimmer. Ich bin Jean-Pierre Zimmer und ich weihe euch heute in die Geheimnisse des M156 Motors 6,2 Liter bzw. Verkaufsbezeichnung 6,3 von Mercedes AMG ein. So, ihr seht heute ganz genau, was die größten Schwachstellen an diesem Motor sind. Und ja, ich will euch die mal so ein bisschen nahe bringen. Fährst du einen solchen Motor M156, dann solltest du vielleicht am besten jetzt abschalten oder die Scheuklappen aufstellen. Grundlegend, ja, Lukas hat nämlich gerade mal im Internet geguckt und hat mal nach den Problemen geguckt, die ich vielleicht, ich habe mir so eine kleine Notiz gemacht, die ich vielleicht aus dem Kopf schon verdrängt habe. Ja, tatsächlich hat Lukas dann gerade gelesen. Was hast du gelesen? Ja, das ist ein Forum-Eintrag aus 2012. Da wollte einer eine Kaufberatung haben. Dann hat einer geschrieben, ja, eigentlich, da gibt es gar keine Probleme. Es ist ein Top-Auto. Genau. Damit will ich auch ein bisschen einsteigen. Ich will diesen Motor nicht schlecht machen. Das ist einer meiner Lieblinge. Ja, nicht, weil ich daran Geld verdiene, sondern weil ich den Motor wirklich gut finde. So, und es ist tatsächlich so, das ist ein guter Motor. Jeder Motor hat Schwachstellen und wir wollen den Motor nicht schlecht reden. Ja? Also Mercedes hat einen tollen Job gemacht, beziehungsweise AMG, das ist ja eigentlich ein reiner AMG-Motor. Nicht eigentlich, es ist ein reiner AMG-Motor. Trotz all dem gibt es immer Schwachstellen. Ja? Völlig normal, Überbeanspruchung, falsche Benutzung, Zeit. Ja, hier sind ja Kunststoffe dran, die gehen nun mal nach Zeit kaputt. Ja, das ist egal, ob das ein teurer, ein billiger Motor ist, die Kunststoffe und so, das geht nach der Zeit kaputt. Schwachstellen sind völlig normal. Haben wir Menschen auch. Bei dem einen ist früher das Knie kaputt, bei dem anderen später. So, ich will auch gar nicht so lange abschweifen. Ich will gleich mit harten Facts losrennen. Was ist die größte Schwachstelle als solches? Ich sag mal so, bis 100, 120.000 Kilometer und ich sag mal so, Fahrzeugalter, ja, 6, 8 Jahre, haben die eigentlich, wie Lukas auch gerade schon sagte, gar keine großen Bauchschmerzen gehabt. So. Meist fängt es daran an, und jetzt gehen wir mal gerade schon hier zu dem nächsten. Ihr seht ja, wir haben hier genug Motoren stehen. Ja? Ihr schraubt hier vorne so ein bisschen dran rum und es macht Knack und dann bricht hier, komm mal rum, hier musst du mal drauf hin, bricht vom Thermostat dieser Kunststoff-Nupsi am Thermostat ab. Ja? Ich zeige euch mal, wie es heile aussieht. So sieht es heile aus. Ja? Hier der Kunststoff-Nupsi, ja, ihr bleibt da irgendwo dran hängen, der bricht ab, ihr braucht ein neues Thermostat. Ganz häufig, wir machen bei fast jedem Auto Thermostate neu. Nächster Riesenpunkt, ich habe euch das hier so ein bisschen vorbereitet, hier sind meine schönen Schutztücher, die sind für mich immer besonders wichtig, ist undichtes Ansaugrohr, ja. So, ihr habt ein undichtes Ansaugrohr, beziehungsweise die Dichtungen sitzen hier drunter. Diese Dichtung setzt sich irgendwann und wird hier undicht. Ja? Das ist ja so eine beschichtete Dichtung und irgendwann zieht hier die Luft durch und ihr zieht Nebenluft, der Motor läuft unrund, die Adaptionsdaten von Lambda, Langzeit und Kurzzeit wandern weg, das Luft-Kraftstoff-Gemisch im Zylinder passt nicht mehr. Ja? Kann auch Ruckeln verursachen. Wenn man dieses Saugrohr macht, gibt es noch eine Unart. Ja, auch das kommt nur auf Faktor Zeit und salziges Gebiet. Ja. Es gibt Fahrzeuge, die laufen halt im Oberharz bei uns oder eben in Bayern. Da wird extrem viel Salz gestreut. Dieses Saugrohr, das ist das Saugrohrunterteil, das sitzt unter dieser Ansaugbrücke. Dieses Saugrohrunterteil, das liegt hier unten in so einer Isolation. Und wenn da wirklich lange Wasser, Feuchtigkeit, Salzwasser dran ist, ja, weil das so leicht ist, ist da viel Magnesium drin, dann gammeln die von innen auf. Ne, also die gammeln wirklich durch. Guck mal hier hin, Lukas. Ja, da oben, das ist durchgegammelt. Ein richtiges Loch. Ne? Ein richtiges Loch. Und von außen sieht man jetzt gerade gar nicht so viel. Ja, das kommt ganz selten mal vor. Ja, dann braucht man auch ein neues Saugrohr. Ist aber gar nicht so häufig. Kommt aber mal vor. So, das ist eine Schwachstelle. Ja, also für dieses Video werden mich viele Werkstätten wirklich hassen, weil ich echt die ganzen Geheimnisse ausplaudere. Aber egal. So, sollte man die Saugrohr draußen haben, dann empfiehlt es sich auch immer, die Kurbelgehäuseentlüftung mit zu erneuern. Das ist diese hier. Die ist auch für stark schwankende Ölstände
verantwortlich. Ja? Das ist der Ölstandsensor, der sitzt übrigens unten in der Ölwanne. Und hier drin ist ein Ventil. Und dieses Ventil, irgendwann fängt das an, nicht mehr richtig zu arbeiten, weil das Kunststoff porös ist. Ja? Und ich hatte letztens sogar eine, jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier, die ist das sogar. Guck mal. Ja? Da seht ihr auch mal, was da an Öl rausläuft. Ja? Also läuft da schon so viel Öl raus aus der Kurbelgehäuseentlüftung, aus dem Ventil, stimmt als solche schon nichts. Also, Kurbelgehäuseentlüftungsventil, auch immer ein Riesenproblem bei den Motoren. Was heißt ein Riesenproblem, wenn die Motoren halt alt sind? Dann gab es anfänglich, das kann ich aber gar nicht so bestätigen tatsächlich, das lest da auch ganz oft im Internet und das fragen mich auch viele Leute, Thematik Zylinderkopfschrauben. Es gab mal bei den Motoren ab einer gewissen Serie geänderte Zylinderkopfschrauben. Ich kann euch nur aus Erfahrung heraus sagen, klar kann man die wechseln, die Zylinderkopfschrauben, solltet ihr die alte Serie verbaut haben, aber wenn ein Motor über 100.000 Kilometer einwandfrei mit diesen Zylinderkopfschrauben gelaufen ist, dann muss man sich genau überlegen, ob man die Schrauben dann einzeln austauscht. Ich bin da persönlich gar nicht so der Freund von, muss man aber wirklich von Fall zu Fall entscheiden und bedarf immer so ein bisschen Rücksprache und Abstimmung mit dem Kunden. Aber ist halt auch ein Thema. Dann wahrscheinlich das größte Problem, was die Kunden als allererstes wahrnehmen, sind die Nockenwellenversteller. Ja, der ein oder andere kennt das. Ihr startet morgens den Motor oder auch wenn ihr ihren Heiß gerade abgestellt habt, ihr startet den Motor, ne, der Motor läuft an und es macht dabei rrrr. Kannst ja vielleicht mal ein Video zu einblenden, haben wir ja auch öfter. Und das sind die Nockenwellenversteller verschlissen. Was verschleißen diese Nockenwellenversteller? Ich habe schon ein paar Mal gezeigt. Das ist der komplett zerlegte Nockenwellenversteller. Hier ist die Verzahnung. Hier ist im Prinzip der Verstellring. Und dieser Pin, der hier drin ist, ja, dieser Pin, der fährt hier rüber. Der rastet hier ein. Ganze Feder belastet. Die Feder liegt da drunter. Und dann wird das Ganze so, ja, arbeitet sich hier im Prinzip aus. Normalerweise sieht dieses Loch aus, fast so wie dieses daneben, richtig schön rund und nicht so oval verschlissen. Ja. Liegt natürlich auch mit an der Fahrstrecke. Fahre ich nur Kurzstrecke, habe ich nie richtig Öltemperatur, habe ich altes Öl, habe ich verbrauchtes Öl, habe ich Schmutzeintrag im Öl, alles liegt da dran. Also es ist wirklich auch so ein bisschen kundenabhängig und vor allem, wo der Wagen benutzt wird. Wird der Wagen viel in Dubai oder wurde der Wagen viel in Dubai gefahren, wo man viel Sand hat oder bei uns in Norddeutschland an der Küste, man hat viel Sandstaub, das nistet sich im Motoröl ein und ist tatsächlich hier am Nockenwellenversteller ganz oft zu finden. So, nächstes Problem auch gleich, wieder oben weiter Zylinderkopf ist so ein bisschen strittig. Ich habe meine ganz eigene Theorie, die erzähle ich hier gleich auch, hängt immer so ein bisschen mit dem Ölpeilstab zusammen. Ja? Alle, die so ein Auto wissen, und wir haben da auch mal ein extra Video zu gemacht, kannst du mal oben eine Infokarte einblenden oder findet ihr bei uns ganz normal im YouTube-Channel, ist ja diese Thematik mit dem Ölpeilstab. Ja, guckt euch das Video dazu an. Wirklich eine komplett strange Geschichte. Kann ich fast, also wie gesagt, falscher Ölstand, ich will das kurz zusammen. Zu hoher Ölstand bedeutet, die Kurbelwelle schlägt ins Öl, produziert Luftblasen im Öl. Diese Luftblasen gelangen in den Ölkreislauf. Luft geht immer nach oben, setzt sich in den Hydrostößeln ab. Ja, und dann haben wir hier eigentlich auch schon das perfekte Beispiel. Ja, der Hydrostößel fällt mittig ein. Ja, ne, der ist mittig jetzt tiefer und fällt ein. Im übertriebenen Sinne sieht der Hydrostößel dann so aus. Ja, und warum passiert das? Ja, Luft lässt sich verdichten. Öl lässt sich nicht verdichten. Klar, ganz minimal, ich weiß das. Ja, aber wir sagen einfach mal, Flüssigkeiten bzw. Öl lässt sich nicht verdichten. Ist dieser Hydrostößel jetzt immer ausreichend mit Öl gefüllt, dann haben wir hier einen Gegendruck. Dieser Gegendruck verursacht im Prinzip, dass der Hydrostößel sich nicht verbiegen kann. Jetzt haben wir den Hydrostößel aber mit Luft gefüllt, weil wir zu viel Motoröl oder extrem zu wenig Motoröl im Motor haben. Dann nistet sich hier die Luft ein, die Luft lässt sich verdichten, der Hydrostößel verbiegt. Kurz Zusammenfassung. Was passiert, wenn der Hydrostößel verbogen ist? Lukas, jetzt bist du wieder gefordert. Du musst jetzt hier mal was filmen.
hier oben sieht man das, die Nockenwelle hier oben ist rau. Wieder ganz schwer zu sehen, das spiegelt wieder sondergleichen. Ja, da sieht man aber den Kick. Sieht man, ne? So, und meist ist es so, ich guck mal, ob ich hier jetzt noch was finde, dann hat man einen sogenannten Kantenläufer. Super, guck mal. Der Hydroschlüssel ist nur an der Kante eingelaufen. Das siehst du, ne? Das sehen auch die... Den Nocken meinst du? Ja, Entschuldigung. Der Nocken ist nur an der Seite eingelaufen. Warum ist der nur an der Seite eingelaufen? Ganz klar, der Hydroschlüssel ist verbogen und trägt nur noch auf den Nocken äußeren Seiten. Ja? Und das verursacht natürlich, dass der Hydroschlüssel, ja, das ist halt ein Schaden, wo sich der Hydroschlüssel verbogen hat, aufgrund von Luftblasen. Dann gibt es aber auch noch Schäden. Ja, guck mal, Lukas. Da wird der Hydroschlüssel oben drauf rau. Ja? Ja, da wird der Hydroschlüssel oben drauf rau. Ja, das ist ein anderer Schaden. Ja, das ist im Prinzip, das kann damit zusammenhängen, aufgrund von höherer Öltemperatur. Ja, wenn man zu hohe Öltemperatur hat, Schmierfilmabriss, dann kann sowas passieren. Also, da oben gibt es unterschiedlichste Schäden. Und ja, immer erhöhte Laufleistung, immer Sonderbeanspruchung. Und da will ich euch gleich auch noch mal was zu zeigen. Jetzt muss ich einmal kurz rüber gucken. Ich habe das hier soweit, glaube ich, alles bearbeitet. Ah, ein cooles Thema habe ich noch. Ist gar nicht so cool, weil eigentlich ist es total uncool. Lukas, komm mal rum. Ich hole mal eine Taschenlampe. Film mal hier schon mal hin. Stell das da schon mal scharf. Nehmen wir mal unsere super Taschenlampe hier. So, guck mal, wenn wir hier diesen Stecker rausziehen, na, von der Einspritzdüse. Eine Einspritzdüse hat ja nichts mit Öl zu tun. Dann seht ihr, was siehst du, Lukas? Öl. Das ist nass, ne? Also ja, Öl. Okay, gut. So, kommen wir mit. Wir nehmen wahlweise den nächsten Motor. Na, guck mal, wir nehmen wieder eine Einspritzdüse. Na, Achtung, ich muss mal einmal so ein bisschen fummeln. So, ziehen den Stecker ab. Was siehst du da? Jo. Wieder Öl. Ist wieder Öl, ne? Mhm. So, komm mit. Nächster Motor. So. So. Der ist trocken. Guck mal. Der mit den meisten Kilometern... Obwohl, ihr habt einen Check ja schon gemacht, ne? Vielleicht. Ja, also hier haben wir schon einen Check gemacht gehabt. Aber der mit den meisten Kilometern... Ich muss übrigens den Stecker hier wieder drauf stecken. Sonst startet Axel später den Motor und wundert sich, warum der nur auf 7 Zylindern läuft. Das passiert nämlich schnell mal im Video, dass man sowas vergisst. So. Ja, Lukas, zeig da hinten haben wir noch da hinten steht noch ein Motor und wir haben noch draußen ganz viele... Könnt ihr in die Kommentare ja mal schreiben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da... Schreibt mal, schätzt mal, wie viele Motoren... 156er Motoren wir aktuell hier haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mal rein. So, was haben wir noch? Ja, oh, Öltemperatur hatten wir eben gerade als Thema. Ich lasse mal den Wagen ein Stück hoch. Lukas, geh mal vorne hin, film mal vorne auf die Stoßstange. So, ich hatte ja eben gerade gesagt, zu hohe Öltemperatur, ja? So, und da kann ein Autohersteller als solches nichts für. Ja, wir müssen jetzt nicht sagen, oh, Mercedes, die haben schlechte Motoren gemacht. Das stimmt gar nicht so, weil, guckt euch mal den Ölkühler an. Jetzt musst du mal da unten in die Rille gucken. Ja, da siehst du, mach mal höher die Kamera, unten links in der Ecke. So, also ihr seht da eine ganze Menge Verunreinigung und das können wir jetzt hier auch erstmal abbrechen. Ihr habt natürlich hier auch noch einen Ölkühler. Und das fällt mir bei den AMG-Fahrzeugen als solches immer sehr häufig auf, dass die Ölkühler ja immer durch Fliegenschlag oder durch Verunreinigung Blätter sehr, sehr dreckig sind. Oftmals ist es so, wenn ich die wirklich mal abreinige, tatsächlich auch einfach hier mit einem Hochdruckreiniger reglich hinhalte, ein bisschen Aktivschaum reinsprühen, irgendwie von der Waschanlage oder sowas und dann wirklich mit einem Hochdruckreiniger oder einem harten Wasserstrahl mit einem Gartenschlauch und mal wirklich die Ölkühler reinigen, die sind teilweise zu 75% dicht. Und dann haben die keine richtige Kühlung mehr, die Motoren. Ja, und dann sterben die in Hitzetod. Weil C63 Motoröltemperaturen über 130 Grad, 135, 140, ist keine Seltenheit. Und dann ziehen die auch die Zündung zurück, haben keine richtige Leistung mehr etc. Also, nicht immer nur der Hersteller ist dafür verantwortlich, sondern auch oft der Kunde. Weil der Kunde, der so ein Auto hat, es gibt genug,
die die Fahrzeuge nur, die nur eine Handwäsche machen, die den Wagen nie per Regen fahren, ja? Der Autohersteller hat das getestet, der Autohersteller Mercedes, der testet das bei Wind und Wetter, ja? Da fliegt das Wasser hier, sie fahren auf der Autobahn 150 km/h, der Regenschlag geht hier rein, der Ölkühler wird sauber gewaschen. So, der AMG-Liebhaber, so wie ich es bin, der will sein Auto gar nicht im Regen fahren, der fährt das nur bei schönem Wetter. Die Fliegen kleben sich da vorne rein, es fliegt vielleicht auch mal ein Blatt rein im Herbst. Ja? Aber der richtig harte Regen, der kommt da nicht rein und wäscht den Ölkühler nicht sauber. Also müssen wir als Liebhaber, ja, oder als Werkstatt darauf achten, dass wir diesen Ölkühler vorsichtig mit einem geraden Winkel halt mal richtig mit Hochdruck abreinigen. Ja? Mit einem Reinigungsmittel. Völlig normal. Kann der Hersteller nichts für. Fehlverhalten vom Kunden. Komm mal von hier so runter. Ja. Wir wollten da noch mal zeigen, wir haben ja das Thema Ölverlust haben wir ja noch gar nicht gehabt. Guck mal hier. So, guck mal hier die andere Seite. Jo. So, was sehen wir da? Wir sehen da verölten Motor. Das haben wir in einem anderen Video mal gezeigt. Das war das Video mit dem eingelaufenen Nockenwellen. Und da haben wir gezeigt, da gibt es eine Problematik, warum das Kurbelgehäuse undicht wird. Das ist diese Trennstelle. Guck mal, der ist sogar relativ dicht, ja? Hier, der ist auch nass. Siehst du das? Mhm. Der ist auch an der Stelle nass. Da wird im Prinzip diese untere Bettplatte, die Kurbelwellenlagerung, wird am Block undicht. Ja? Ist auch ein sehr bekanntes Problem. Gibt es von Mercedes auch Abhilfemaßnahmen, aber sehr arbeitsintensiv. Gut, ich denke, wir haben das soweit erstmal grob alles zusammengefasst. Ach so. Zu dem Thema hier eben gerade mit den Einspritzdüsen. Geht mal bei uns in den Motorenzimmer-Shop, wo ihr auch die schönen Käppis findet, Duftbäume, Aufkleber, ganze Motoren. Ihr findet da eine ganze Menge. Wir stellen da immer mehr ein. Und da findet ihr von uns Ölstoppkabel, die ihr an die Stellen packen könnt. Ja, von den Nockenwellenverstellern und von dem Ölstandsgeber. Das sind Ölstoppkabel, die könnt ihr da installieren. Ja, bei dem Motor braucht er 5 Stück und dann könnt ihr im Prinzip vorsorgen, dass das Öl, was da in den Kabelbaum reinzieht, sich nicht weiter ausbreitet, beziehungsweise könnt das Öl stoppen, sodass das Öl nicht ins Motorsteuergerät gelangt. Und ich möchte euch bitten, schreibt mir bitte nicht zu viele E-Mails, weil wir können gar nicht, Lukas beantwortet den ganzen Tag E-Mails und muss mich auch immer ganz häufig fragen. Wir können die gar nicht ganz wirklich zeitnah beantworten. Seid mir bitte nicht böse, ich muss wirklich in der Werkstatt stehen und wir müssen hier wirklich eure Kundenprojekte schrauben. Und ich möchte euch bitten, wir machen immer montags um 19 Uhr, haben wir einen Livestream, da könnt ihr die Fragen stellen und ich beantworte eure Fragen. Also immer montags 19 Uhr bitte da die Fragen stellen und nur wenn ihr wirklich im Prinzip einen Termin wollt, schreibt uns bitte eine E-Mail oder ruft an, weil sonst, wie gesagt, dann können wir den Druck nicht mehr standhalten und dann müssen wir uns was ganz anderes einfallen lassen. Und können weniger Videos produzieren. Und irgendwann kommen wir halt in die Zwickmühle, dann müssen wir hier eine 0,190er Leitung machen und müssen 2 € die Minute nehmen, um eure Fragen zu beantworten, weil das Ganze will ja irgendwie bezahlt werden. Also ich bitte euch da halt um Verständnis. Ja, ich glaube, das war es soweit. Ganz wichtig, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und wir drehen jetzt im Anschluss sogar noch ein Kaufberatungsvideo direkt zum C63. Wir haben gerade so viele C63 hier stehen, deswegen machen wir da nochmal ein extra Video. Da gehen wir auch so ein bisschen aufs Chassis von dem Wagen ein, das heißt, wo da die Schwachstellen sind. Und ja, wie gesagt, wie immer, abonnieren, Glocke aktivieren und fleißig in die Kommentare schreiben und seid gespannt auf viele tolle neue Videos.